eigentlich eher ein Informant und kein Front. Moin moin miteinander und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Neverwinter. Ja, ich zeige euch kurz die Karte hier. Die Plünderer plündern hat gerade begonnen. Da werden wir uns schleunigst auf den Weg machen, weil ich das als nächstes Mal einfach mal ausprobieren wollte, wie gut wir da denn zurechtkommen. Das Ding soll ja recht knackig sein. Bin mal gespannt. Ich bin auf Permastealth geskillt. Und... Nein. Ich will nicht. Und ich bin einfach mal gespannt, wie gut wir da denn zurechtkommen. Ne? Ob wir dann noch Leute quasi finden werden, die uns helfen. Oder ob wir das alleine machen müssen. Rechts, links, geradeaus, mehr oder weniger. Aha, hallo. So, rechts, links. Ja. Und da hoch. Au. Die wollen irgendwas von mir. Ah, Hilfe. Na gut. Wenn ihr was wollt, dann kriegt ihr. Ansonsten fehlt mir noch eine einzige Quest im Strandgebiet. Dann bin ich auch da durch. Dann bin ich mal gespannt, ob wir das tatsächlich in dieser Folge noch schaffen, dass wir quasi dieses Gebiet hier verlassen. Ne? So, da sieht man schon... Aha. Krieger. Heldenhafte Begegnung. Okay. Na, ich bin mal gespannt. Ich buff mich mal ein bisschen vorher. Zack. Und zack. Und ja, ich überlege gerade... Ja, komm. So, jetzt bin ich voll geheilt und sowieso alles. Also, was muss ich tun? Wachen der Kultisten besiegen 17, Materialien anzünden 3. Das muss doch machbar sein, oder? So. Ich werde euch zerfallen! Ja. Oh ja, der frisst ganz gut Schaden. Na gut, mit Permastealth müsste das ja gehen. Ich frage mich nur, ob das innerhalb der Zeit geht, ne? Ich brauchte ja so ein paar Minuten, um hierher zu kommen. Und... Ich brauchte ein paar Minuten, um hierher zu kommen. Jetzt habe ich noch 11 Minuten Zeit. Ob das reicht, weiß ich nicht. Ziel erfüllt? Wie? Ziel erfüllt? Was für ein Ziel? Und zack. So, machen wir mal gleich hier weiter. Oha, die Krieger halten eine ganze Menge aus, wie man sieht. Mann. Noch 10 Minuten. Ich habe jetzt 4 von 17. Ja, okay. Zeitlich gesehen müsste ich es schaffen. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Wellen kommen. Das ist nämlich der nächste Knackpunkt. Ah. Ja. Au.
ja, da habe ich nicht gut genug auf meinen Stealth geachtet. Ein bisschen zu spät die Fähigkeiten eingesetzt. Und 4, 3, 2, 1 und feuern. Etwas zu spät. Oh nein, 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 du sollst nicht trinken. Und immer wenn sie Heiltränke nehmen, ist das schlecht. Ne? Das kostet Zeit. So, noch 8 Minuten. Oh Mann, diese Krieger. Was das an Zeit kostet. So. Fähigkeit. Diese großen Krieger etwas schneller gehen. Au. Schaffen des Untergangs aktivieren. Aber, komischerweise, ich habe ihn jetzt mit einer Begegnungskraft getroffen und Schatten des Untergangs wurde nicht aktiviert, so wie ich sehe. Das ist echt schlecht. Also hier gibt es wirklich mit Schatten des Untergangs nur Bugs. Ob der mal aktiviert wird oder nicht, das ist irgendwie... So, und weg mit dir. So, die nächste. Au! Ich verstehe nicht, wieso er mich jetzt angreift. Eigentlich dürfte er das nicht. Jetzt hat er Schatten des Untergangs mal bekommen. Das heißt, ich hoffe, dass ich ihn etwas schneller down bekomme. Gleich weg. Noch 4 Minuten. Ich bin fast durch. Ich muss noch 3 Materialien danach anzünden. Ich hoffe ja, dass keine zweite Welle kommt, dass ich nur noch die Dinger anzünden muss und durch bin hiermit. Dann hätte ich tatsächlich diese Begegnung geschafft. 1. Feuer.
kein Schatten des Untergangs. Schade aber auch. Drei, zwei, eins. Feuer. So, schockierende Verstreckung ist wieder voll. Hilft mir jetzt nur nichts. Und jetzt. Jetzt habe ich Schatten des Untergangs bekommen, merkwürdigerweise. Also man. Es ist nicht vorhersehbar, wann es klappt, wann es nicht. So, die Kultisten sind weg. Jetzt anzünden die Vorräte. Brennt. Eigentlich habe ich noch 3 Minuten. Brennt. Und brennt. Oh oh. Irgendwer kommt hier. Wellenzertrümmerer. Na, ob ich den kriege in 2 Minuten? Zu spät, so ein Mist aber auch. Au. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, das wird nicht reichen, mein Stealth reicht nicht. Oder doch? Noch 2 Minuten, nicht ganz. Schatten des Untergangs hat funktioniert. Na? Yes! Eingeschlagen. Gut Schaden gemacht. Und der Wellenzertrümmerer ist weg. Großer Erfolg. Yay. Na, beim großen Erfolg, dann holen wir uns die auch noch, oder? Woher, wozu? Kann ich jetzt hier lassen. Ist ja jetzt Quatsch. Nö, die lasse ich mal hier stehen. Ich habe einen großen Erfolg bekommen. Ich habe den Wellenzertrümmerer vernichtet. Was gab es denn als Belohnung? Naja, nichts Besonderes. Aber jetzt haben wir zumindest diese heldenhafte Begegnung geschafft. So, gut, schnell zum Strand. Wir müssen noch eine Strandaufgabe machen. Eine einzige kleine Strandaufgabe. Au. Eine kleine Strandaufgabe? Au, au, au. Bringe ich euch zur Strecke? Nein. Dazu musst du mich erstmal sehen, mein Freund. Du siehst mich nicht. So, wir nehmen mal diesen Weg. So. Also, ein paar Strandaufgaben haben wir bereits. Oder, aktiv? Oder nicht? Oder nicht? Krabbenfleisch sammeln, genau. Oh, also da werden wir uns jetzt mal hingegeben zum Krabbenfleisch sammeln. Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Halt nicht. Alter Schwede, wie schnell sind die eigentlich?
Meine Güte. So. Also, Richtung stimmt. So. Hier lang. So, ab zum Strand. Die Krabbe ist aktiv, interessiert uns aber nicht. Denn wir wollen nur ein bisschen Krabbenfleisch sammeln. Oder nicht? Meeresfrüchte-Diät, genau. Wir haben die Meere. Oh, nicht schon wieder. So, dann sammeln wir mal ein paar Meeresfrüchte. Und Seegras. Meeresfrüchte und Seegras. Ach, schau mal da. Hier haben wir Seegras. Ups. Krabbenfleisch. Krabbenfleisch müssten wir doch aus Krabben herauskriegen, oder? Aber ich glaube, das ist halt eine Sammelquest, ja. Da muss man sammeln. Seegras. Noch mehr Seegras. Ja, Frischfleisch, na gut. Blöde, Vettel, Grüne. Aber sobald wir dich hier besiegt haben, haben wir bereits unser Seegras zusammen, ne? So wie ich das sehe. So. Seegras. Zack. Also Mist aber auch. Das finde ich das Doofe an Sammelquests. Sie machen das Inventar voll, ne? Schuss. So, was ist das hier? Ein toller Ring. Krafterholung. Hey, packen wir mal hier rein. So, schnell mal das Seegras. Jetzt bin ich gespannt. Bekomme ich das Krabbenfleisch von den Krabben? Hallo Krabbe. Ja, Krabbenfleisch. Sehr gut. Ich hätte gedacht, ich muss das jetzt aus irgendwelchen Kisten hier raussuchen, aber es reicht, Krabben zu jagen. Macht ja auch Sinn, ne? Auch Krabbenfleisch? Wo findet man das? In einer Krabbe. Krabben.
Oh, kein Krabbenfleisch. Die hatte kein Krabbenfleisch bei sich. Tja, war wohl eine etwas unterernährte Krabbe. Sonst hätte sie Krabbenfleisch bei sich gehabt. Ja, eigentlich sind hier ja jetzt genügend Krabben, aber ich möchte nicht diese Elite-Krabben nehmen. Ich weiß auch nicht, ob die Elite-Krabben tatsächlich Krabbenfleisch haben. Ich gehe einfach mal hier. Hier müssten doch irgendwelche sein, ne? Hier waren immer Krabben. Ja, heute nicht. Heute wurden sie schon alle gegessen. Heute wurden sie schon alle gegessen. So ein Pech für uns. So, na, Krabbenfleisch hattet ihr nicht dabei, ne? So was Dummes. Ah, ich sehe Krabben. Ich sehe Krabben. Hallo, mein Abendessen. Wieso hat sie wieder nichts dabei gehabt? Das finde ich jetzt aber nicht gut. Muss ich bestimmte Krabben töten? Das gibt's ja nicht. So. Hier waren Krabben eben. Ah, ich sehe sie auch schon. Sie sind auch immer noch da. Ja, da. Hallo? Dieser hier gehört mir. Na, noch mehr Krabbenfleisch? Au, au, au. So. Na komm schon, ein Krabbenfleisch brauche ich noch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein einziges Krabbenfleisch. Ich schaue mich mal so ein bisschen in der näheren Umgebung um. Na, Logan, hier Krabben rum? Nee. Keine Krabben. Keine Krabben. Ich möchte die Folge jetzt nicht beenden mit einer Krabbe, die mir fehlt. Ah, Krabben. Yay. So, die restlichen machen wir auch nochmal platt. Jetzt schleunigst ins Lager. Quest abzugeben und dann gucke ich mal. Ja, gucken wir, wie es weitergeht, ne? Ich bin schon gespannt. Auf jeden Fall müsste es müsste eine letzte Quest geben. So nach dem Motto, hier ist noch irgendwo so ein Obermods. Mach mal den platt. Und danach geh bitte unseren anderen Kollegen im anderen Gebiet helfen. Irgendwie so. Hop, 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 hop. So, abgeben.
hier abgeben. Halt, halt, halt. So. Hier. Zack. Rufen. Erlaubt mir, euch zu helfen. Atemlos abgeben. Zack. Und hier abgeben. Meeresfrüchte-Diät. So, einen Strandwache können wir auch abgeben. Damit hätten wir quasi 16 Quests erledigt. Ihr habt der vernichtenden Woge einen herben Schlag versetzt. Ich denke, es ist an der Zeit, sich um Gar Shatterkeel zu kümmern. Gar Shatterkeel, so so. So, die durchnässten. Küste der Ertrunkenen abgeschlossen. Tada! Na gut, der Meeresdruide, das ist wohl die letzte Quest. Ja, hier in der Küste der Ertrunkenen. Die machen wir dann in der nächsten Folge und anschließend gucken wir mal, wie es im neuen Gebiet aussieht, ne? Ich denke mal, so wird's abgehen. Abgehen. Ablaufen. Der Brunnen der Freude. Ja, ist schön, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis zur nächsten Folge. Betrug.